der, ja, Eon Alias Karriere. Es ist bis jetzt halt nicht so viel passiert. Smiles habe ich halt, wie gesagt, nicht gezeigt. Was vielleicht sein könnte, ist die Santos oder Ander. Die war jetzt nicht so erfolgreich. Also doch, doch, sie war schon Vierter mit als Olivera in der Gesamtwertung, das geht schon in Ordnung. Wie auch immer, wir haben auch, glaube ich, schon unseren ersten Sieg. Muss mal gucken, halt, wo. Hier, genau. Roffi, Flantic, Essen, Salies, Campos, Porres. Gewinnt Jonathan Castroviejo. Das ist schön zu hören. Und wir gehen rein ins Rennen. Das sind die Favoriten. Könnt ihr euch durchlesen, wenn ihr wollt. Wir sehen uns dann wieder auf den Zielgeraden dieses Rennens. So, da bin ich wieder auf den letzten 20 Kilometer jetzt gleich. Chodek ist leider weg, ist hier in der Gruppe. Ausreißergruppe eingeholt. So ist noch hier dabei. Allerdings auch schon relativ angefressen. Garcia, so. Torres, Bernal, relativ weit hinten. Chavez, Betancourt ist hier. Schon jemand. Avila ist zurückgefahren, genau. Aber das sind jetzt Gavirias hier. Das sind jetzt keine Leute, vor die man wirklich beachten muss. Jetzt ist ein bisschen Verwirrung mit den überrundeten Fahrern. Wir müssten jetzt leider schon das Energiegel reindrücken. Hodek ist hier. Es greift Mikkel. Ich weiß nicht, wie er mit zweiten Vornamen heißt. Flores an von Androni. Unerwartet, unerwartet. Ist jetzt nicht der Kurzfavorit. Und Sosa ist platt. Jetzt Sanchez ist, glaube ich, ja, überrundet. Chavez ist, aha. Und er hat sich den Vorsprung erarbeitet. Er hat sich den Vorsprung erarbeitet und Sosa hat Probleme hier dran zu bleiben. Hügel sind nicht so seins. Das sind dann eher die langgestreckten Berge. Ja, er sieht schon platt aus. Aber ich finde das Trikot extrem cool. Er sieht schon platt aus. Er sieht schon platt aus. Kann sich jetzt in der Abfahrt regenerieren. Aber das sieht extrem gut aus für Flores. Hat jetzt einen Vorsprung von 1 Minute 10 und noch 2,8 Kilometer. Güter macht Tempo wahrscheinlich für Uran. So sah eigentlich einfach mal an der Gruppe hier hinten dran und versucht dann irgendwie die zu übersprinten dann am Berg. Ja, jetzt muss man dranbleiben. Fahr mal nach Einsatzbalken. Ein Tempo hier hoch. Oh, es wird knapp für Flores. Kann er es durchziehen? Verdient hätte er es wahrscheinlich. Nein, er wird wieder eingeholt. Schade, schade für ihn. Aber Sosa ist auch kein Anwärter. Na, er ist platt. Vorne geht es um den Sprint. Kommt Flores, kann Flores sich holen? Ja, tatsächlich. Er hat am Ende nochmal die. Nein, er ist platt. Er jubelt. Das war ein Fehler. Das war ein Fehler. Er ist überholt, ja. Und es holt sich Egan Bernal. Nee. Lopez vor Bernal, vor Flores, Uran, Quintana, Betancourt und Sosa kommt dann auf einem soliden siebten Platz hinauf. Jetzt können wir das aber auch vorspulen. Ich sage dann bis zur Vorberichterstattung der nächsten, des nächsten Rennens heute. In dieser Folge sage ich Tschüss. Hallo, wir sind jetzt beim Cal Evans Great Ocean Road Race bei Kilometer 19. Wir machen eine eigene Sprint dazu. Die sind hier alle involviert. Für Phil Bauer oder Daniel McClay gucken wir sich besser über diese letzten drei Hügel da kämpfen. Yoshida soll nochmal die Flasche nach vorne bringen.
Und dann macht jetzt Tempo der Usbeke. Da kommt Natal Berhan. Ist das ein Angriff? Ist das ein Angriff? Nein, auch nur eine Tempoverschärfung für Dusse. Ist ja ein, glaube ich, auch akzeptabler Sprinter. Aber Benihakovic ist noch Konsoni, ist glaube ich noch der bessere. Ja, also man fährt wahrscheinlich für Konsoni. Hat aber leider so ein bisschen Anschluss. Wir fahren da jetzt Kofidis mal voll in die Parade rein. Auch nicht so nett. Und Yoshida sollte es doch schon schaffen, die Flaschen nach vorne zu bringen. Los, Junge. Zieh durch. Ja. Ist das ein Angriff? Das ist ein Angriff. So, der Lette übernimmt jetzt mal. Komm. Bauhaus kriegt gleich seine Flasche. Nein, 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 das. Dann spannen wir mal Jakobs aus, der Flaschen holen soll. Wir machen nicht so viel Tempo. Wir sollten allerdings schon dagegen halten. Ja, du kannst noch einen am besten fahren. Hast du jetzt Flaschen? Jakobs ist in einer anderen Gruppe mit drinnen. Schade. Steimle. Wir müssen Flaschen holen. Bauhaus folgt McClay. Versuche in dieser Gruppe hier zu bleiben. Los, Steimle, hol Flaschen. Hast du Flaschen? Ja, er hat sie. Noch 10 Kilometer. Es läuft nicht perfekt. Es läuft nicht perfekt. Wir müssen umdisponieren. Da sehe ich mich jetzt leider gezwungen zu. Steimle holt erstmal nochmal die Flaschen. So lange können wir hier nochmal weitermachen. Die Gruppe ist jetzt auch wieder rangefahren. Aber die sind auch alle schon platt. Okay. McLay, Volk, Halvorsen und Bauhaus. So, Steimler hat jetzt auch die Flaschen nach vorne gebracht. Das ist sehr schön. Auf ihn ist Verlass. Auf ihn ja auch. Er ist halt schlecht. Ne? Jeder Schelling ist hier. Also, okay, was ist das? Da sind jetzt Leute weg. Steimle, versuch mal hinterher zu gehen. Divin 1. Wer ist das? Magnus Colton Nielsen, Thomas Arendt, Viktor Kammer, Remy Cavagna und Nico Denz. Ist ein gerade bisschen sehr verwirrender Verlauf. Halvorsen wird das natürlich jetzt keine. Wo ist Bauhaus? Jetzt ein bisschen weiter hinter. Folgt McClay. McClay. Folgt Zauge Hart. Alle haben schon ihre Energie genommen. Du kannst auch noch einen ermessen fahren. Folgt McCarthy McClay. Eigentlich an jeder Attacke ran. Na so. Wir fahren jetzt für Bauhaus. Die Ausreiter sind eingeholt. So. Da ist Hulvassen. Eigentlich an Hulvassen. Der jetzt rausgeht. Da ist Patrick Bewin. Patrick Bewin. Christoffen oder Campenaerts. Sprinte du selber los. Und jetzt sprintet auch Phil Bauhaus los. Das war ein bisschen vergoxt, das Sprint hier. Aber zweiter Platz und ein dritter Platz ist doch ganz annehmbar. Ist doch ganz annehmbar. Wer hat noch sehr viel Kraft, vor allem bei Bauhaus übrig. Aber da war Magnus Cort Niesen einfach zu gut. Hat das Rennen ja von vorne gefahren. So, Steimle noch 16. Ja, der Rest kommt irgendwann an. Ist jetzt auch eigentlich relativ egal. Ich zeige jetzt nochmal die erste Etappe der Valencia-Rundfahrt. Jetzt gar kein. Warte, ich will mal was schauen. Ist die Tour Down Under? Ja, ist auch, die hätte ich auch gut zeigen können. Ich wusste nicht, ob das World Tour ist. Also der Valencia-Rundfahrt, erste Etappe von der Saudi-Tour nicht.
Nein. Nein, nicht simulieren. Ich will das ja spielen. Naja. Ich melde mich dann gleich wieder. Bis denne, hä? Oder bin ich? Erste Etappe der Valencia-Rundfahrt. Das habe ich schon gesagt. Betiol, 7 Sekunden. Chicone, mach mal 2 Sekunden. Hier auch auf 99 natürlich. Brent McNulty, ebenfalls nur 7 Sekunden. Und Roddick, mach mal 1 Sekunde. Das Geräusch kann man sich ja überhaupt nicht anhören, mal ein bisschen leiser. Hinter uns, also ich finde so ein Mannschaftszeitfahren immer relativ cool. Kann man so gleich sehen, wer so alles dabei ist. Ja, wir sind natürlich schon ein paar im Ziel. Wir gehen erstmal meine unsere Mannschaft durch, oder meine. Hier ist Geschke, Oliveira, Betiol, Ciccone, McNulty, Hordek und Dang, der Usbeke, der beim Cattle Adams Great Ocean Road Base gut war. Es ist nicht unsere beste Zeitvermannschaft, da fehlt ein TJ van Garderen und so, aber eine annehmbare. Wir gehen mal halt durch, hier noch im Rennen sind. Na gut, Androni, Kevin Rivera, keine Ahnung, Mikel Flores, der bei der kolumbianischen Meisterschaft gut war, Krumach, Ravelli und Pekpa, Zungenbrecher. So, Cabedo, Gilbison, Osorio, Guerrero, Kubo, Canal, Erviti, Sepulveda, Vinella, Pedrero, Kuljak, Samitier, Valverde, Schulz, Meyer, Impi, Rookwalter, Nieve, Yates, Harrison, Pinot, Reichenbach, Sinkel, Dames bei uns alles in Ordnung. Ja, Sink, Damru, Bonnet, De Klerk, Jungles, alle Philipp, Stüber, Ballerini, Askren, Grayson, und dann kommen auch wieder schon hier. Dann Schachmann, Kemna ist dabei, Gamper, Bottner, Micah McCarthy, Rutsch, Bissinger, Cucchi-Leere, Craddock, Michael Woods und Lars Owen und Ruben Guerrero. Ich glaube, er heißt Lars Kaspar, nicht Mats Pedersen, Kaspar Pedersen, Nuhi Vaden Hughes, Robert Powell, Kanterer, Kanter, Eckhoff, Schlüterin und Arndt. Nicht das Beste vom Besten jetzt, Ineos, Van Baarle, Ganna, Carapaz, Basso, Rauf, Knees und Froome, also schon eine gute Mannschaft. So, wir kommen gleich ins Ziel. Zwischenzeit liegen wir bis jetzt auf Platz 1, da sind aber noch nicht alle durch. So, Oliveira treibt uns jetzt ins Ziel an und jetzt ein kleiner Trick. Alle auf eine Sekunde Führungsarbeit. Dann stocken die sich auf und man kann noch so ein paar Sekunden sparen. Ja, war jetzt vielleicht zu spät. Zweiter hin und Ziel. 8 Sekunden in der Deconic Quickstep, aber annehmbar. Dann kommt Bora mit der Bestzeit. Jetzt kommt Ineos mit der neuen Bestzeit. Also Ineos, Bora, Deconic Quickstep, wir, Sunweb, mit Scott, Visma, Education First, NTT, Pharma, FDG. Dann die ganzen anderen. Also die verlieren insgesamt 15 Sekunden, Simon Dang 16, Reschke 17, aber das ist nebensächlich. Weiter geht's. Ja, ich würde sagen, das war's für heute erstmal. Ich sage Tschüss und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.